Moin Moin YouTube, nochmal etwas off-topic heute. Und zwar meine Meinung zu dem G20-Gipfel und dem, was so über das letzte Wochenende in Hamburg passiert ist. Jetzt, wo man so ein paar Tage Zeit gehabt hat, um das ganze Revue passieren zu lassen. So, ich selber wohne in der Nähe von Hamburg und war Freitag als auch Samstag in Hamburg, dazu komme ich allerdings später nochmal. Und ich möchte auch mal hier ganz voraussagen, dass ich mich von jegweder Art von Gewalt und sonst was distanzieren möchte, aber dazu komme ich auch nochmal später. So, der G20-Gipfel findet in Hamburg statt. Das werden ja nun mal, ich denke mal, alle von euch mitbekommen haben. Und Hamburg ist mal ganz offen gesagt ein echt schlechter Punkt, um das durchzuführen. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Messehallen, in denen das Ganze abgehalten wurde, sehr, sehr nahe in dem, oder wie soll ich es wissen, sehr, sehr nahe an der Sternschanze liegen. Und die Sternschanze ist so, also das Schanzenviertel an sich, ist so die Hochburg der linken Szene. Das ist natürlich nicht alles autonom Linke, das will ich überhaupt nicht sagen. Und ich würde mich auch selbst eher in die linke Sparte einordnen als in die rechte. Also irgendwo linksliberal. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Aber alleine wegen der geografischen Lage ist Hamburg schon nicht schlau. Und nur damit sich ein Olaf Scholz dann damit profilieren kann, dass er ja den G20-Gipfel bei sich abgehalten hat, genauso wie er es ja auch mit den Olympischen Spielen 2024 vorhatte, die ja vom Bürgerentscheid in Hamburg abgelehnt worden sind, finde ich es irgendwie ein bisschen fragwürdig. Und vor allem seine Sprüche vorher, das würde wie ein Hafengeburtstag werden und man bräuchte sich da gar keine Sorgen machen, für Sicherheit sei er garantiert. Das haben wir gesehen. Tausende brennende Autos, hunderttausende Euro Sachschaden, Millionen Euro Sachschaden, Leute, die nicht mehr wissen, wie sie zur Arbeit kommen, die, weil sie ihre Autos nicht versichert haben oder nicht ausreichend versichert haben, jetzt mit ein bisschen Pech einen Neuwagen verloren haben. Ladenbesitzer, die vor dem Nichts stehen und jetzt darauf hoffen müssen, dass die Bundesregierung das Ganze bezahlt, was sie ja tun möchte, was auch richtig ist. Aber das rettet halt die jetzige Situation für die Leute nicht. Und deswegen ist die komplette Organisation des Gipfels in Hamburg einfach schon der größte Fail gewesen. So, zur Polizeipräsenz in Hamburg. Ich bin Freitag in Hamburg gewesen und wollte eigentlich erst zu einem Bekannten nach Billstedt und wir wollten uns dann allerdings in der Feldstraße treffen. Das ist im Schanzenviertel und nein, ich wollte nicht demonstrieren, ich wollte keine Steine schmeißen. Wir wollten uns tatsächlich nur das Ganze mal angucken und uns danach in der Bar setzen. Das ist schon mal Grüße an Martin. Ja, daraus ist nichts geworden, denn die U3, die ich bis dahin nehmen wollte, ist zwischen dem Rathausmarkt und der, was, ich weiß nicht mehr, was genau war. Auf jeden Fall Rathausmarkt bis Feldstraße, glaube ich, ist sie gesperrt worden. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil das so die Hauptroute durch die Sternschanze ist. Also denke ich mir, gehst du mal los. Nachdem ist dann natürlich jede Brücke gesperrt gewesen, weil die ich wollte. Und spätestens beim Dammtorwall kam mir die Aufteilung der Polizisten etwas komisch vor. Denn dort standen vielleicht, lass es 50 bis 100, vielleicht, wenn ich ganz schlecht zähle, 150 normale Leute, teilweise am Demonstrieren, teilweise einfach nur am Rumlaufen und bestimmt das Zehnfache an Polizisten. Währenddessen Martin, der auf der Feldstraße war, mit ein paar anderen Kollegen, mir davon berichtet hat, dass dort jedes Auto, also er ist an der roten Flora rumgelaufen, jedes Auto dort gebrannt hat und dort war kein einziger Polizist zu sehen. Da können die einzelnen Polizisten nichts für, sondern die Planung davon, aber ich verstehe es halt nicht so ganz und das sind natürlich auch, naja, Fragen, die ich mir so stellen muss. Dazu kommt allerdings auch noch, dass so wie gegen die Demonstranten vorgegangen worden ist, also wenn ich jetzt in diesem Kontext Demonstranten sage, meine ich Leute, die stehlen, brandschatzen und sonst was, ne? Als ob wir hier bei den Ricken werden. Also diese Art von Demonstranten. Das Vorgehen der Polizei hätte eigentlich gegen diese Menschen viel härter sein müssen. Diese 1500, ich will sie gar nicht autonom Linke nennen, das sind wahrscheinlich schon ein paar von ihnen, aber sicherlich nicht alle. Und diese paar, nehmen wir sie Terroristen. Eigentlich passt das ganz gut. Vermummte Straftäter, die nicht davor zurückschrecken, Leute zu verletzen, die nicht in ihr Weltbild passen. Nennen wir sie Terroristen. Und das Vorgehen gegen diese Terroristen war einfach nicht ausreichend von der Polizei. Wir müssen uns jetzt auch mal überlegen, was rein nachrichtentechnisch los gewesen wäre, wenn dies eine rechte Demo gewesen wäre und dieser Aufruhr dann gewesen wäre. Was wäre dann passiert? Wahrscheinlich hätte man diese Menschen öffentlich an den Pranger gestellt und hingerichtet, also im verbalen Sinne. Ist auch egal. Ist auch egal, ob es Linke sind. Wie gesagt, es sind einfach Terroristen. Aus welchem Hintergrund auch immer. Es ist mir scheißegal und es ändert auch für die Betroffenen nichts. Ja, was...
wie beschreibe ich das am besten? Natürlich ist es auch nicht schön für einen Polizisten da reinzurennen und so lange auf eine einzuknüppeln, bis sich das Ganze erledigt hat, aber was glaubt ihr, wie schnell das abebben würde, wenn die Leute merken würden, dass sie sich damit ihr ganzes Leben versauen würden? Denn es wäre nun mal nicht, also logisch wäre es ein Risiko für die Polizisten gewesen, aber es wäre im Endeffekt nichts Schweres gewesen, wenn man einfach in diese Menschen reingelaufen wäre, sie, und naja, alle zu, also alle ist natürlich auch übertrieben, aber die meisten davon zu Boden bringen und alle verhaften würde, die man bekommen würde. Dadurch hätte man so eine abschreckende Wirkung, dass das wahrscheinlich nicht mehr passieren würde. Aber egal, ich hab keine Ahnung von der Organisation an der Polizei und will das hier auch gar nicht so darstellen, als hätte ich die. Aber wie gesagt, die Organisation war schon etwas komisch. Auch verstehe ich die Sperrung der U-Bahn nicht komplett. Ich meine, in den Messehallen ist das Ganze, gewesen, der ganze G20-Gipfel. Die Messehallen liegen neben der Schanze. Und dass die U3 gesperrt wird über die Schanze, ja gut, ich kann es verstehen irgendwo. Aber dass ich mit der U2 direkt an die Messehallen fahren kann, vor der Tür aussteigen kann, das verstehe ich irgendwie nicht. Also wo sich da der Sinn vergraben hat, ich weiß es nicht. Naja, nichtsdestotrotz bleibt noch eine Frage zu klären, und zwar die Sicht, die ich auf das Ganze habe. Und das ist die Sicht, also die Sicht, die ich auf die Position von Olaf Scholz habe. Und zwar bin ich der Meinung, dass jemand, der die Sicherheitslage in einer Stadt wie Hamburg, der sie schon so lange regiert, oder als Bürgermeister leitet, den ich bis jetzt eigentlich auch immer unterstützt hätte, zumindest so, naja, ich sage mal so, ich hätte nichts gegen ihn gehabt. Aber wer die Sicherheitslage in einer Stadt wie Hamburg so falsch einschätzt und im Voraus sagt, dass die Sicherheit garantiert ist und das würde wie ein Hafengeburtstag werden, so jemand ist für die Stadt Hamburg nicht zu tragen. Und so wie alle Menschen, die für oder gegen diesen Gipfel waren, die demonstriert haben oder nicht demonstriert haben, die trotzdem ihr Hab und Gut verloren haben, genauso wie diese Menschen muss auch Olaf Scholz dafür Konsequenzen ziehen. Und meiner Meinung nach sind diese nicht damit gegeben, dass er am Mittwoch eine Aussprache hält und dann dabei sagt, dass er das und das bereut, das und das besser machen würde und so weiter. Sicherlich möchte ich Olaf Scholz nicht die Alleinschuld dafür geben, aber er hat nun mal die höchste Position, ist der erste Ansprechpartner, und wenn Köpfe rollen müssen, im übertragenen Sinne, dann fangen wir nun mal da an. Das ist meine Meinung, vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich finde jeden Menschen, der friedlich demonstriert hat, zu dem ich mich auch zähle, absolut korrekt. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Und es ist auch wichtig, dass wir gegen diese Missstände, die in den Regierungen weltweit herrschen, dass wir diese aufzeigen. Aber vielleicht sollten wir einfach, naja, man hat wieder das Problem, dass diese Berichterstattung der Medien logischerweise darauf abdriftet, dass man dann diese Gewalttäter sieht, die sich dann als Gänsefüßchen Demonstranten ausgeben. Ja, dass man das eben nur zu sehen bekommt. Was ich allerdings im Internet sehr angenehm finde, denn es gibt auch immer wieder Nachrichtenportale, die auf die schönen Seiten des Protests hinweisen und darauf, dass der Großteil der Leute, viele, ich war wirklich überrascht, wie viele Leute in Deutschland demonstrieren gehen. Das ist eigentlich sind wir immer so ein Land, das die Sachen gerne runterschluckt, wenn man sich so Nachbarländer anguckt. Aber dieses Mal in Hamburg waren wirklich viele Leute auf den Beinen und ich bin ganz klar gegen den Großteil der Regierungen, die dort stattgefunden haben. Ordne mich selber, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt in der linken Szene zu, aber auf jeden Fall in der linksgesinnten Politik. Und was jetzt nicht heißt, dass ich Kommunist bin, sondern halt eben linksliberal. Ich kann euch, eigentlich kann ich auch mal diesen politischen Kompass-Dings einblenden, wenn ich das noch habe. Ja, ich hab's noch. Ja, wie gesagt, das ist so meine Meinung zum G20-Gipfel. Und das passt natürlich auch gar nicht auf meinen Gaming-Kanal. Nestotrotz wollte ich es mal loswerden. Vielen Dank. Und meine eigenen Worte, Olaf Scholz, habt ihr gehört. Lasst eure doch mal da in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.